Ja, Leute, was geht ab und willkommen! Wir reagieren heute auf Blind Dead. Ihr wisst, dieses mit Maske auf, dies, das, wer bist du, ich weiß es selbst nicht und so. Aber Leute, ganz wichtig, nach dieser Reaction sind wir live auf Twitch. Wir werden heute auf coole Videos reagieren. Und wir haben eine coole Story zu erzählen aus dem Bus heute. Und oh mein Gott, ich hab das fast vergessen! Genau. Digga, Leute, ich hab mir fast den Arm gebrochen. Einfach auch entspannt vor dem ganzen Bus. Leute, der war komplett voll, gell? Sogar Busfahrer hat mich so angeguckt. Ach du Scheiße, steig lieber aus. Peinlich. Deswegen, genau. Ich erzähl's euch im Live. Kommt da unbedingt rein. Ja. Hi, was geht ab? Ich bin Nicole, bin 20 Jahre alt, komme aus Berlin und ja, ich mache Social Media, TikTok, Instagram, OnlyFans. Wie sieht's bei dir aus? Nice. Okay. Ach, das ist die Nicole. Das ist diese Nicole, ich gönne. Ja, was ist das für ein Titel, Digga? Chef, war das euer Ruf einfach? Nein, aber ich glaube, sie hat nichts dagegen, dass ich das gerade so sage, weil sie hat doch selbst immer gesagt, ich gönne, weißt du? Ja, der hat jetzt ja, sie das ist jetzt sie. Hä, krass, ich hab die gar nicht erkannt. Oder sie hat sich so verändert. Das Ding ist, hätte ich jetzt eine Maske auf, nur am Klang der Stimme und wenn sie dazu noch sagt OnlyFans, dann wüsste ich, wer sie ist, mit Namen und sowas, weißt du, was ich meine? Weil wir sie sehen, das hat mich verwirrt. Hätte ich eine Maske auf, ich glaube, ich hätte sie direkt erkannt. Ich habe die so lange nicht mehr gesehen. Safe, krank. Hi, ich bin George, ich bin 22 Jahre alt. Wollen wir uns die Hand geben? Wir können uns gerne klappen. Klappen? Ja. Warte, okay. Können wir noch rum? Schaffen wir das? Ich hoffe. Eins, zwei, drei. Okay, los. Oh mein Gott. Ein bisschen weiter nach links, also bei mir. Nach links, okay. Also bei mir. Bei dir wäre das schlimm. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, shit. Das ist gut. Auf welchen Promi stehst du? Ich habe keinen. Michael B. John. Theodore James. Ey, bei mir, Leute, ich bin heute jemanden entfolgt. Und wisst ihr, ich habe das so dramatisch dargestellt. Horn und ich waren gerade so an der Haltestelle, als ob ich meinem Ex, über den ich nicht hinwegkomme, entfolgt bin. Und die Freundin ist daneben, macht so, endlich hast du es getan und so. Leute, man denkt, die hat mit dem drei Kinder und es war gerade super hart mit der Scheidung. Aber und jetzt kennt ihr vielleicht, da ist Iman Ghazi. Das ist dieser eine aus Amerika und so, der immer sagt, ja, der erzählt über, wie man erfolgreich wird, dies, das. Ja, das. Und ich fand den eigentlich voll hübsch. Und sein Mindset war halt immer so richtig krass. Wir haben auch im Live über den gesprochen. Im Livestream, Leute, alle waren gegen voll schlecht und so. Und hat Hanna gesagt, Digga, der ist gefühlt wie ein Narzisst. Warum findest du den süß? Dann so dachte ich mir so, okay, ich glaube, du hast irgendwie recht, weil der ist zu krass, dieses so, was ich sage, stimmt. Nee, Leute, der ist jetzt nicht so wirklich narzisstisch, so habe ich es jetzt nicht gesagt, aber der ist einfach so ähnlich. Aber der ist so ein bisschen dieses, ich sag euch, wie das läuft, ich zeig euch so. Ja, genau. Hört auf mich, ich mache und ich gucke den Sonnen. Ja, und dann bin ich ihm heute entfolgt. Aber das war so der letzte Celebrity-Crush. Ja, Celebrity. Richtigen Crush, würde ich sagen. Nur diese eine, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, 365 Tage. Oh nein, okay. Aber Leute, Massimus, glaube ich, so Standard. Nachdem alle der Film, stehen auf den. Nachdem der Film rauskam, glaube ich, 90% aller Mädels, die den geschaut haben, standen danach auf den. Ich habe den Film sogar bis heute nicht geguckt. Ich auch nicht. Und ich glaube, es geht mir auch besser. Ich glaube, der ist sogar ganz gut, dass wir den nicht geguckt haben. Super, ne? Das ist jetzt wirklich so der Einzige, der mir einfallen würde. Ja. Sonst halt so auf Social Media sieht man halt ab und zu Leute, wo man halt so nice findet, aber ich habe jetzt keinen bestimmten Namen oder Type Sag oder mal. So. Alright, also stehst du auch auf diesen von Fifty Shades of Grey wahrscheinlich? Auch nicht geguckt. Ja. Okay. Digga, jede Frau hat diesen Film geguckt oder diese Serie, keine Ahnung. Nur wir nicht. Ja, weißt du warum? Wir sind so besonders und auch voll Nein, special. Nein, aber lass es doch mal gucken. Ich hab das Gefühl, wenn Leute drüber reden und so, ja, kennst du ihn von 50 Shades of Grey? Ich denke mir so, ich weiß, wer die sind und das reicht mir, Bro. Glaubst du, du hast ein großes Ego? Nein, absolut nicht. Ich glaube es nicht, ich weiß es, ich kein Ego habe. Ja? Also, ja, safe nicht. Gar nicht. Hast du ein großes Ego? Nee, ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein großes Ego habe oder arrogant bin oder so. Okay. Also auch eigentlich gar nicht. Du bist eine Süße. Ja, eigentlich schon. Okay. So, Leute, ich glaube, ich habe gar kein großes Ego. Ich weiß nicht mal, wie man das richtig definieren kann. Also was heißt das, wenn du ein großes Ego hast? Wie bist du dann von der Art? Aber ich glaube, ich habe kein großes Ego. Ich bin nur... Oder? Ich weiß nicht. Ich check das Weil, nicht. Nein, Digga, ich weiß auch nicht. Also, was heißt, also heißt großes Ego, dass man egoistisch ist? Nein, das dann bist du ja egoistisch. Aber großes Ego haben, glaube ich... Dass alle so das machen müssen, was du willst? Nee, ich glaube, du bist vielleicht zu stolz. Heißt es nicht zu stolz? Ist es nicht dickköpfig so? Ach, du hast so ein dickes Ego, so ein großes Ego, du bist so dickköpfig. Ist es nicht... Damit dann sind wir es, glaube ich, nicht. Nee, dann nicht, nee. Ja. Du... Habe ich doch gerade beantwortet. Also, okay. Hä? Ist dir ein sportlicher Körper wichtig oder fühlst du dich vom Riz einer Person angezogen? Warte, was war das letzte? Ich hab's nicht verstanden. Was fühlst du dich von meinem Riz angezogen?
Riz? Ja. Was weißt du, was Riz ist? Nee. For real nicht? Ich schwöre, ich habe keine Ahnung. Warte, du bist voll... Leute, so ist endlich mit Tutti rede. Ich erkläre Tutti Jugendwörter. Kennt ihr diese Moderatorin, die sagt Riz? irgendwie hier auf Lock, hier auf das und hier, gell? Ich glaube, die heißt Susanne oder so. Ja. Aber dieses Riz habe ich bis heute nicht verstanden, als es ein Trend war. Siehst du, TikTok, oh mein Gott! Als das wirklich ein Trend war auf TikTok, Leute, dachte ich mir so, warum postet das jeder? Albanian Riz, Russian Riz. Ich habe es nicht gecheckt, ich habe Horner gefragt, der hat es mir erklärt, aber die hatte da damals auch nicht so richtig an. Und bis heute habe ich es nicht verstanden. Nee, Leute, doch, ich weiß, was Riz ist, aber ich weiß, wie man das jetzt genauso übersetzen kann. Riz heißt einfach, wenn du nicht so, du kannst nicht gut flirten, aber kennst du diese Leute, die sind einfach... Du kommst gut an. Ja, du kommst einfach beim anderen Geschlecht einfach zum Beispiel gut an. Kennst du diese Jungs, die kommen rein, alle Mädels so, oh wow, und so, der hat Riz so. Der kommt rein, Riz. Also hast du Riz, oder nicht? Ja, Bruder, ich komme rein, Jungs, Mädels, Kinder, alle gucken mich an. Alle drehen sich um. Ja, weil ich hinfliege. Influencer und so ein TikTok und so, ich weiß nicht, was Riz ist? Nee. Yo. Warte, meinst du jetzt Insta-Reels oder was meinst du? Na, also, okay, ich scheiß mal auf Reels. Also, muss ich Reels sein, aber auf TikTok und so, Reels, da ist doch voll, ist Meme draus geworden. Ich meine, ist sogar ein Jugendwort 2021. Was? Echt? Genauso wie was andere nochmal. Liebe ich am Mond? Keine Ahnung. Aber kennst du auf Vlog? Ob ich wen kenne? Auf Vlog. Auf Vlog, ja, auf Vlog kenne ich, natürlich. Habe ich auch erst vor kurzem kennengelernt, da war ich weg. Aber die denkt, auf Vlog ist eine Person. Auf Vlog? Arbeitet aber der Lokomotive. Ich glaube, wir sind alle so Rentner. Ja. Nee, auf Vlog habe ich letztens in der Zeitung gelesen. Auf Vlog? Ja. Nee, das habe ich verstanden. Ja, aber was war nochmal cringe? Ich weiß nicht, das sagt mir irgendwie gar nichts. Das ist so eine Art, wie man Frauen sie für sich schnell bekommt, so ein charmantes, direkten Eindruck bekommt, weißt du? Ja, gut. Ja. Ja, also ich muss sagen, bei mir selber interessiert mich das schon extrem. Also ich gehe halt schon oft zum Sport, so 4-5 Mal die Woche, achte halt auf meine Ernährung und sowas. Also mir persönlich ist das schon wichtig, aber jetzt bei meinem Partner ist mir das ehrlich gesagt scheißegal. Ich dachte am Anfang, ist das bei mir auch nicht so wichtig. Mhm. Weil ich bin auch sportlich. Aber guck mal, voll gut, weil da merkt man, sie tut es für sich selbst. Ja. Sie ist jetzt nicht so, ja, guck mal, ich trainiere, mein Körper ist perfekt, ich will jemanden, der auch so durchtrainiert ist, sondern sie denkt sich so, guck mal, ich mach's für mich. Ja. Im Endeffekt ist es mir egal, wie du aussiehst, weißt du, und das ist auch wichtig. Aber Leute, ich habe das Gefühl, der Partner, der unsportlich ist in der Beziehung, wenn die jetzt zum Beispiel 5-6 Mal geht und der Freund, der geht, wenn es hochkommt, einmal die Woche oder so, oder wenn überhaupt, ne, einmal die Woche, dann vertraut mir früher oder später, man fühlt sich so ein bisschen so scheiße davon. Zum Beispiel immer als Tutti trainieren gegangen ist und ich dachte mir so, Jim ist nicht so meins, ich mag eher so Verein mit anderen Leuten, so wie, wisst ihr, so dieses Training, ich mag nicht dieses Laufband in irgendeinem Raum, ich kenne die Geräte nicht mal so wirklich, ne, so ich schwöre immer, ich hab's auch erklärt, wie macht man das, und Tutti, kriegst du Schwitze, weil du denkst, jeder guckt dich an, dabei keiner juckt schon dich, ne, ihr kennt das ja, ihr kennt das ja. Ich mag das einfach nicht so, Fitnessstudio. Und dann ist sie immer alleine gegangen. Ich lieg so zu Hause, ich bin so ein fettes Stück Scheiße, Digga. Dann einfach so Matte ausgerollt. Echt? Liegestütze gemacht, so plötzlich. Du kommst nach Hause, ich chill wieder im Bett. Ah, und die war Training so. Nein. Nein, natürlich nicht. Aber natürlich nicht, Digga. Wenn sie sagt, nein. Aber Leute, ich habe das Gefühl, der Partner, vor allem in einer Beziehung, weil stell dir mal vor, ihr kuschelt zusammen auf der Couch, seht einen Film, der Film ist vorbei, anstatt einfach schlafen zu gehen oder was weiß ich, sagt die, ich glaube, ich gehe nochmal ins Gym, ne? Und du denkst so, perfekt, Dinge. Perfekt. Nein. Ich habe das Gefühl, nach einer Zeit fühlt der andere sich irgendwie so ein bisschen scheiße, weißt du? Vielleicht ist es auch so ein Ansporn, dass der andere dann auch geht. Oder er ist halt stärker als die andere und die andere geht nicht mehr. Also einer verliert, einer gewinnt. Denkt viel zu viel nach. Also keine Ahnung. Also, cool. 5-6 Mal die Woche und achte auch auf meine Ernährung und so. Deswegen, ich dachte, bei mir ist auch nicht so wichtig, aber ich denke, das sagt irgendwie schon viel aus, dass man da so eine riesige Gemeinsamkeit hat und dass die Person einfach auch sehr sportlich ist und auf seinen Körper achtet. Deswegen finde ich das, glaube ich, schon sehr wichtig. Das ist so schön. Welche Unterwäsche trägst du gerade? Oha. Also, das ist ein lustiges Thema, weil ich habe... Ich habe heute das erste Mal einen Tanga an und genau heute werde ich gefragt. Die sind kaputt gegangen. Die haben so Löcher bekommen, ich weiß nicht warum. Ja, ich bin gerade dabei zu schauen, welche ich mir neue kaufe. Aber ich habe keinen Bock auf Kleidung. Ich überlege gerade, welche ich mir neu kaufen soll, deswegen momentan eigentlich gar nichts Tragisches. Irgendwelche Freundin und so, ich weiß nicht. Ja, Calvin Klein kriegt mittlerweile wirklich jeder so. Ja, so. Ich habe so eine Standard von H&M, ich weiß nicht. Manchmal muss ich einfach so sagen. Willst du die sehen? Ich kann gar nicht. Ich könnte die hier aussehen, du willst sie gar nicht sehen. Ja. Bist du stark? Lass uns Arm drücken. Okay, 1, 2. Auf Lock. Nee. Auf Lock, komm. Nein, komm. Tutti, das ist langweilig. Heide, okay, komm. Das ist langweilig. Komm, du bist doch ich, der Nein, komm. Du gehst boxen. Nein, ich war voll lang. Oha. Hä?
Ja, komm, Hannah, nein, du bist ein kleiner Hund. 3. Ja, du strengst dich gar nicht an. Man merkt das richtig. Wie? Ja, du machst mit Absicht so, dass ich. Okay, warte. Oh Leute, wäre ich das jetzt sogar. Boom, der wäre gegen Matt geflogen. So. Boom, Junge. Oh, es tut mir leid. Oh, tschüss. Alles gut. Alles gut. Ja. Ey, irgendwie da kein Puls mehr. Bruder, was ist denn los? Das ist die stärkste, aber. Habt ihr Lust auf ein kleines Spiel? Let's go. Yes. Juhu, Spiel. 1 bis 10. Wie gut bewertet ihr euer bisheriges Date? Ihr dürft es nicht laut sagen, sondern müsst es mit den Händen zeigen. Okay. Unangenehm, wenn du jetzt weniger sagst. Wir machen mit Augen zu. 2, 1. Okay, mega. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Nein, er hat 7, sie hat 8. Echt? 7, 8. Ja, was hast du? 6. Ich habe 7. Ich finde, es ist cool und so locker, aber ich finde, es ist mehr so auf freundschaftlicher Basis. Ich habe das Gefühl, das wird nicht auf ein Date noch, also eben, auf ein zweites Date hinaus. Harmoniert nicht so. Ja, nee, irgendwas. Aber der verstehen sich ganz Funken, okay. Ja, genau, der ist nicht rübergesprungen, ne? Ja. Sag das so, ich hoffe, dass es nicht irgendwie, keine Ahnung. So wenig? Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, hier auch irgendwann mal zu sitzen, meldet euch. Du könnt euch gerne einmal an den Armen abtasten. Hast du auch eine Uhr an? Was? Hast du auch eine Uhr an? Ja. Ah, lol. Ja, ich habe immer eine Uhr an irgendwie. Das gehört so voll zu meinem Outfit irgendwie. Okay. Mhm. Ja, du wirkst schon trainiert, muss ich sagen. Dankeschön, du auch. Ja? Richtige Bizeps. Echt? Ja. Ich kack ab. Ja, man merkt, dass du Fitness machst, auf jeden Fall. Danke. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einmal aufstehen. Okay. Ich weiß nichts Falsches anfassen. So. Aber Größe ist schön von beiden. Soll ich dumm jetzt meinen Porn fassen? Ja, okay, du bist größer als ich. Cool. Boah, du bist aber auch ziemlich groß. Leute, kennt ihr, wenn ihr einen Insider habt, zum Beispiel, ihr habt das Wort Digger gelernt und davor wart ihr immer so, oh Leute, die Digger sagen, fucken so ab. Dann seid ihr in der Phase, wo ihr nur noch Digger sagt oder Bruder oder was weiß ich, irgendwelche anderen Wörter. Und ihr sagt das die ganze Zeit, denkt ihr schon, oh Junge, das nervt mich, dass ich nicht damit aufhören kann. Und bei ihr, ich glaube, sie ist gerade in der Digger, ich kack ab Phase. So, jede Antwort, schon auch. Jede Antwort von ihr ist, Digger, ich kack ab. So, jede Antwort einfach, was raus, so, sie ist gerade in der Phase. Ja, ich bin 1,74. Crazy. Aha, du? Kleiner. Also ich dachte gerade 1,80, aber nee. Ich hab gerade irgendwie 1,80 gehört, obwohl du 1,74 gesagt hast. Nee. Ja. Ja, aber du wirkst trainiert. Cool. Dankeschön. Nice. Ja. Alles klar. Deine Hände sind aber auch... Sehr weich, muss ich sagen. Dankeschön. Nivea-Creme. Nein. Ah, du cremst immer ein? Ja, ja. Ja, nice. Ja. Cool. 3, 2, 1. Boah, vielleicht kennt er sie. Let's go. Ich glaube auch. Alright. Er ist schon erkannt. Oh mein Gott, meine Haare sind kaputt. Oh mein Gott. Let's go. Krass. Hi. Hi. Nice. Boah, sogar alles pink. Crazy. Ja, ne? Alles pink. Voll ungewohnt, sich jetzt so zu sehen einfach, ne? Auf jeden Fall. Krass. Ja. Bin ich so, wie du es dir vorgestellt hast oder eher anders? Ich hätte schon blond gedacht, Nicole und so. Hättest du gedacht, blond? Ja, Mann. Ja, okay. Ja. Ja, du bist aber so schön. Ja, ja, danke schön. Du bist auch hübsch. Ah, süß. 3. Ja, Leute, 3. Nummer, Insta, Insta-Safe. Ja. Auch echt, das ist ja so peinlich, wenn nicht. Ja, aber jetzt so ja, das ist meine Nummer. Ja, okay, tschüss. Ja, ja. Ja, ich hätte gesagt, lass Instagram austauschen oder so, oder? Alright, warum nicht? Nice, ja. Würdet ihr denn jetzt auf ein zweites Date gehen? Ich glaube nicht. Ja? Ja. Also ich glaube, man merkt dann doch schon, dass wir da ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so 100% matchen würde. Ja. Aber war auf jeden Fall cool, dich so kennenzulernen mäßig. Kann ich nur so zurückkehren. Ja, Leute, die sind ehrlich. Und ich muss auch sagen, ich hätte auch so, die weiß man, die könnten mal chillen, mal was trinken gehen oder so oder feiern oder sowas. Aber auf ein zweites Date wird es wahrscheinlich nicht hinausgehen. Mhm. Und, aber ich finde es gut, dass beide sehr respektvoll geblieben sind. Eben, das war eigentlich ganz, ganz chillig. Also Leute, wir sind jetzt live auf Twitch, kommt gerne rein, wir reagieren auf coole Sachen. Ansonsten like, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns morgen ganz entspannt um 20 Uhr und danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao.